So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Bärenzwinger zur Jam-Session mit unserem Spitzenkandidaten Cem Özdemir. Herzlich willkommen. Die Bundeskanzlerin traut sich nicht nach Dresden. Der Herausforderer Martin Schulz traut sich nicht nach Dresden. Cem ist da. Herzlich willkommen. Wie wird der Abend ablaufen? Sie, ihr könnt eure Fragen stellen. Einige haben das schon getan in der Box. Die Fragen habe ich mir schon zurechtgelegt. Aber natürlich auch spontan. Und wir haben auch einen Live-Mitschnitt. Also es wird auch Fragen sozusagen aus dem Kreis geben, die sozusagen online mithören und mitgucken. Ich gehe mit dem Mikrofon dann immer rum. Sie signalisieren Sie mir, wenn Sie eine Frage haben. Bitte stellen Sie kurze, präzise Fragen, sachliche Fragen, damit möglichst viele die Chance haben, die Fragen zu beantworten, die Fragen zu stellen, und Cem wird sie natürlich beantworten. Wir haben eine gute Stunde Zeit, also überlegen Sie sich die Fragen, stellen Sie sie frühzeitig, damit Sie auch drankommen. Und wir haben vereinbart, wir legen sofort los, ich stelle eine Eingangsfrage und dann sind Sie hier im Publikum gefragt. Ja, lieber Cem, du hast jetzt mehrere Kandidatenrunden schon im Fernsehen miterlebt und auch selber teilgenommen. Und auch im Wahlkampf hat man den Eindruck, Klima- und Umweltschutz spielen irgendwie keine Rolle. Woran liegt es? Hört man mich? Ja. Ja, super, wunderbar. Klappt doch. Ja, erstmal, ich freue mich, heute Abend in Dresden zu sein. Lieber Stefan, liebe Freunde und Freundinnen, sehr geehrte Damen und Herren, will aber die Gelegenheit auch nutzen, den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag, den Volkmar Czocke, auch hier herzlich zu begrüßen. Und nehme an, wenn es jetzt Fragen gibt zur Landespolitik, dann steht der Volkmar sicherlich auch zur Verfügung und andere hier. Aber bevor ich zu deiner Frage komme, will ich die Gelegenheit nutzen, etwas zu machen, was ich eigentlich bei jeder Veranstaltung mache. Ich habe seit der Armenien-Resolution, haben vielleicht manche mitbekommen, im Deutschen Bundestag gab es ja die Abstimmung über die Armenien-Resolution, ob man den Völkermord anerkennt oder nicht. Seitdem nicht nur von der deutschen rechtsradikalen Seite Fans in Anführungszeichen, die habe ich schon seit einer Weile, sondern jetzt habe ich auch noch von der türkischen ultranationalistischen Seite auch noch wieder neue Fans dazugewonnen. Die sind übrigens sehr ähnlich bei dem, was sie schreiben und sagen. Manchmal benutzen sie unterschiedliche Sprachen, aber sind sich eigentlich näher, als sie jeweils voneinander wissen. Aber das ist gar nicht der Punkt, was ich sagen will, sondern was ich sagen will ist, das haben vielleicht manche mitbekommen, dass wenn ich solche öffentlichen Veranstaltungen habe, dann ist da immer die Polizei mit dabei, weil eben diese Fans von der einen und die Fans von der anderen Seite das häufig nicht so gut finden, dass ich solche Veranstaltungen machen darf. Und ich will einfach die Gelegenheit nutzen, der Polizei, dem Bundeskriminalamt und allen dafür zu danken, die solche Veranstaltungen hier ermöglichen. Schlimm genug, dass man das in der Demokratie braucht. Selbstverständlich sollte es nicht sein, aber vielleicht hier mal ein herzlicher Dank dafür, dass die dafür sorgen, dass so eine Veranstaltung stattfinden kann. Ja, und jetzt zu deiner Frage. Ich habe das Kanzlerduell oder Kanzlerinnenduell auch verfolgt und wahrscheinlich ging es mir nicht anders wie den meisten hier, dass ich so das Gefühl hatte, das war doch ein bisschen mehr ein Duett mit Dissonanzen und weniger ein wirkliches Duell. So ein bisschen die in Stein gemeißelte Alternativlosigkeit der großen Koalition. Und die haben sich hier und da ja auch mal gestritten. Aber spannend fand ich, dass Themen, die mit der Zukunft zu tun haben, entweder kurz mit einem Wort mal erwähnt wurden im Abschlussstatement oder sonst praktisch gar nicht vorkam. Digitalisierung könnte man nennen, das Thema Bildung könnte man nennen. Das ist ja jetzt auch nicht ganz unwichtig für ein nicht rohstoffreiches Land. Wie geht es mit der Bildung weiter? Aber eben das von dir angesprochene Thema. Ich meine, wie krass ist denn das? Da haben wir irgendwie Wetterkapriolen ohne Ende in Houston, jetzt wieder erneut die Monsunregenfälle. Ich sage nicht, dass es früher keine Hurricanes gab, also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich meine, selbst ich, der in Physik nun wirklich nicht ein Ass war, nicht gut war, sondern leider das Gegenteil, selbst ich habe begriffen, dass die Wetterveränderungen dazu führen, mit den erhöhten Temperaturen, dass im Golf von Mexiko eben die Wassermengen dann zunehmen und dementsprechend die Regenfälle. Also den einfachen Zusammenhang zu verstehen, da muss man jetzt nicht besonders intelligent sein.
dass das nun gar keine Rolle spielt, welche dramatischen Konsequenzen das hat. Oder Fipronil, Stichwort Lebensmittel, Eierskandal, praktisch spielt gar keine Rolle. Dass der Trump das Klimaschutzabkommen kündigt, was das für uns bedeutet, kein Thema. Da hatte ich ein bisschen zumindest das Gefühl, dass bei dem Aufeinandertreffen der Parteien, die sich um Platz 3 bewerben, das ein bisschen anders war. Zumindest haben wir von den Grünen, die Katrin Göring-Eckardt und ich, versucht, das Thema da auf die Tagesordnung zu setzen. Und ich würde mir wünschen, dass in der verbleibenden Zeit jetzt bis zum 24. September vielleicht so neben der Bräsigkeit der Großen Koalition mal die Themen, von denen ich glaube, dass sie jetzt eigentlich auf die Tagesordnung gehören. Was machen wir mit dem Dieselskandal? Wann kommt das neue emissionsfreie Auto in Deutschland? Schaffen wir es in Deutschland, dass die CO2-Emissionen nicht nur in den Überschriften runtergehen, sondern in der Realität runtergehen? Von den Themen würde ich es mir eigentlich wünschen, dass sie jetzt mal auf die Tagesordnung kommen. Gut wäre es und angemessen auch. So, da passt schon die erste Frage, die ich sozusagen hier im Zettelblock gefunden habe. Warum sind Teile Ihrer Grünen-Partei immer noch gegen ein festes Datum zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor? Ich nehme an, damit ist gemeint der Ministerpräsident meines wunderschönen Bundeslandes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, 2 Jahre früher oder 2 Jahre später macht den Kohl nicht fett. Das ist ein Weckruf. Und ich finde, damit hat er recht. Genauso ist es auch gemeint gemäß, ein Weckruf. Und es ist wie immer, wenn die Grünen einen Vorschlag machen. Am Anfang sagen alle, ach, Blödsinn, Quatsch, geht nicht. Dann heißt es, naja, vielleicht ist der Vorschlag nicht ganz so doof, nicht ganz so blöd, wie die Grünen aussehen, aber wann man den umsetzen kann und ob man den so umsetzen kann, wie die Grünen sagen, eher schwierig und dann passiert's. Ich habe mal einer chinesischen Delegation gesagt, wenn ihr Industriespionage macht, spart euch doch das Geld. Das ganze Geld, das ihr ausgebt für Industriespionage, legt euch einfach ein Programm der Grünen zu. Da steht das drin, was in ein paar Jahren die Merkel immer macht. Nur halt, man merkt es dann halt auch, es ist meistens zu wenig, zu spät. Und handwerklich dann eben überstürzt, was man dann eben merkt, hier Atomausstieg. Und so ein bisschen ist es da doch genauso. Erinnert euch mal, wir haben den Beschluss gefasst auf dem Bundesparteitag der Grünen. Alle haben gesagt, die Grünen haben einen der Klatsche. Mittlerweile Großbritannien 2040, Ende Verbrennungsmotor. Frankreich 2040, Ende Verbrennungsmotor. Norwegen 2040, Ende Verbrennungsmotor. Und jetzt kommt die Kanzlerin. Der Verbrennungsmotor wird natürlich ein Enddatum bekommen. Sie sagt aber keine Jahreszahl, dafür gibt es uns Grüne. Das müssen wir Grüne dann schon durchsetzen und dafür sorgen, dass es dann auch wirklich passiert. Continental, einer der bedeutendsten Autozulieferer, sagt, 2023 wird die letzte Generation mit Verbrennern auf den Markt kommen. Porsche, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt das Unternehmen, was dem Grünen sofort eingefallen wäre oder sofort einfallen würde, wenn man an besonders grüne Autos denkt. In meinem Wahlkreis in Stuttgart hat angekündigt, bis 2023 wird 50% der Wagenflotte bei den Neufahrzeugen rein emissionsfrei sein. Das heißt, dahin geht die Reise. Und darum ist die Frage nicht, kommt das emissionsfreie Auto oder kommt es nicht? Sondern die einzige Frage ist, wird es in Deutschland hergestellt werden oder werden wir das aus China, aus den USA einführen? Und das ist ganz einfach. Ich bin der Meinung, ich will, dass wir auch in Zukunft in Deutschland Autos herstellen. Und ich übersetze mal die Position von Horst Seehofer, der gesagt hat, der Verbrennungsmotor wird noch ewig fahren und es darf kein Enddatum geben. Horst Seehofer will, dass das letzte deutsche Auto im Museum besichtigt wird. Ich will, dass wir auch in Zukunft in Deutschland Autos herstellen, aber das kann angesichts des Klimawandels, angesichts der Stickoxidproblematik in unseren Städten logischerweise in Zukunft nur ein emissionsfreies Auto sein. Also emissionsfreie Autos mit den Grünen, Auto im Museum besichtigen mit der CSU. So, jetzt fangen wir an. Wir sammeln immer 3 Fragen im Block, damit Cem Zeit hat, sich die Fragen entsprechend zu notieren und dann wird zusammen beantwortet. Ich sehe da hinten, ich komme immer durch die Reihen, weil das Mikrofon gebe ich aus guten Gründen nicht ab. Vielleicht kannst du mir etwas entgegenkommen. So, der erste Mutige. Ja, hallo Herr Özdemir, ich wollte fragen, und zwar unter dem Hinblick des jetzt von Ungarn zurückgewiesenen EuGH-Urteils, wären Sie denn bereit, ein EU-Ausschlussverfahren gegen Ungarn, sollte es jetzt weitere Sanktionen ebenfalls ignorieren, zu unterstützen?
So, traut sich jetzt jemand hier an der Ecke? Ich könnte das eigentlich auch mal quotieren. Wo sind die Damen? Sonst ist jetzt der Herr dran mit der Frage. Hallo. Es geht jetzt immer mehr um Elektroautos, Elektroautomobilität. Aber wie sieht es denn eigentlich mit nachhaltiger Mobilität aus? Mit Lastenrädern, mit Elektrolastenrädern, mit entsprechender Infrastruktur und zwar nicht nur mit Farbe auf die Straße gemalt, sondern auch Abstellmöglichkeiten bei Leuten privat zu Hause. So, noch eine Dame, die eine Frage an Cem hat. Da ist die Dame. Ja, das ist die Dame. Schönen guten Abend, Peter Rother von Coloradio. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie Sie es machen wollen, um Mieten bezahlbar zu machen. So, drei Fragen. Los geht's. Ja, vielen Dank für die Fragen. Also zum Ersten mit Ungarn. Wollen wir mal nicht so tun, als ob wir völlig frei von Sünde wären in dieser Frage. Ich will mal daran erinnern, wir hatten in Deutschland mal einen Bundesinnenminister, der heißt Friedrich von der CSU. In Lampedusa, ist schon ein paar Jahre her, gab es eine schreckliche Flüchtlingskatastrophe, ein Schiff ging unter, viele Flüchtlinge haben ihr Leben verloren. Italien hat sich damals hilfesuchend an die anderen Mitgliedsländer der EU gewandt, auch an uns, und gesagt, wir schaffen es alleine nicht, lasst uns das europäisch versuchen zu lösen, lasst uns da gucken, dass wir einen Verteilmechanismus finden. Was war denn die Antwort damals aus Deutschland? Die Antwort damals von Friedrich, Bundesinnenminister, immerhin war, italienisches Problem, kein deutsches Problem, haben wir nichts damit zu tun, das müsst die Italiener schon selber lösen. Es gibt diesen Spruch, der sich immer wieder bewahrheitet, man sieht sie immer zweimal im Leben. Jetzt ist es gerade ein sehr unschönes Wiedersehen für uns Deutsche, weil die Arroganz, die wir zum Teil zelebriert haben gegenüber anderen, erinnert euch mal, wie wir über die Griechen geredet haben. Erinnert euch mal dran, wie wir in der Finanzkrise über die geredet haben. Die faulen Griechen und so weiter, die sind alle schon irgendwie mit 15 im Ruhestand und was weiß ich was, was es hieß, am besten gleich mit der Geburt schon. Also da hat man ja schon ziemlich dick aufgetragen. Das Problem ist nur, in der EU müssen viele Beschlüsse eben gemeinsam, manchmal auch einstimmig gefasst werden. Und wenn man will, dass die Partner mit einem mitmachen, dann sollte man nicht so auftreten in der Europäischen Union. Also würde ich abraten davon, auch im Wahlkampf, jetzt hier für billigen Applaus gleich irgendwie alles einzureißen. Sondern ich würde erst einmal probieren, ob es nicht andere Wege gibt, ob man sich nicht anders verständigt bekommt, gerade gegenüber Osteuropa, gerade mit unserer Vergangenheit, mit unserer Geschichte, sollten wir jetzt vielleicht nicht gerade mit der Dampfwalze in Europa auftreten. Es gibt ja auch diesen Spruch, haben wahrscheinlich manche mitbekommen, auf dem CDU-Parteitag von Volker Kauder, der mal gesagt hat, Europa spricht Deutsch, um zu zeigen, wie sehr wir da jetzt die Richtung vorgeben. Selbst wenn es so wäre, selbst wenn das so ist, dass wir Deutsche aufgrund unserer Wirtschaftskraft, aufgrund der Beiträge, die wir entrichten, es ist ja so, eine wesentliche Rolle spielen. Ist es klug, so zu reden? Ist es klug, sich so seinen Partnern gegenüber zu verhalten? Oder wäre es nicht klüger zu sagen, so wie wir das übrigens, ich will das gar nicht parteipolitisch machen, zu Zeiten von Helmut Kohl ja noch gemacht haben. Da hat der Kohl immer darauf geachtet, dass Deutschland auch die Interessen der kleinen EU-Länder mit berücksichtigt und auch als deren Sachwalter gilt. Und umso mehr hat er durchgesetzt in der EU. Je mehr du wie mit Dampfwalze auftrittst, sagst, wir sprechen Deutsch in Europa und die faulen Griechen und die Italiener und so weiter, je weniger wirst du erreichen. Also ist es wichtig, Bündnisse in der EU zu schmieden. Aber natürlich gehört dazu auch gar keine Frage, dass die Europäische Union nicht bedeutet, dass man aus Brüssel die Schecks empfängt, aber dann, wenn es darum geht, auch Verantwortung für die EU zu übernehmen, dann vornehm wegzuschauen. Das Problem bei Ungarn, das ist ja nicht nur die Flüchtlingsfrage, ist ein viel umfassenderes Problem. Dazu gehört der Umgang mit dem Verfassungsgericht, dazu gehört der Umgang mit kritischer Presse, dazu gehört der Umgang mit der Opposition, you name it. Und wir haben noch ein Land, unser östlicher Nachbarstaat, der auch da ein problematisches Verhältnis hat mit dem Verfassungsgericht und so weiter. Das Grundproblem, das da dahinter steckt, ist doch das Problem, dass wir in der EU einen ganz detaillierten Mechanismus haben für Länder, die gegen die Stabilitätskriterien verstoßen. Da gibt es den blauen Brief und da gibt es so einen ganz feinen Mechanismus. Was Vergleichbares haben wir nicht wirklich, wenn man nicht gegen die EU-Stabilitätskriterien verstößt beim Euro, sondern gegen Demokratiekriterien verstößt. Sind denn Demokratiekriterien weniger wichtig wie Euro-Kriterien? Also müssen wir doch da künftig ansetzen und gucken, wie wir das Instrumentarium
geschärft bekommen. Das heißt, das Prinzip kann doch nicht sein, um in die EU reinzukommen, musst du ganz viele Dinge einhalten, aber wenn du mal drin bist, kannst du die Sau rauslassen. Das darf nicht das Prinzip der EU sein. Dafür brauchen wir ein feines Instrumentarium, wie wir das machen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, wenn ein Land aus welchen Gründen auch immer nicht bereit ist, die Zahl derer zu übernehmen, die sie eigentlich übernehmen müssten bei den Flüchtlingen, dann müssen sie halt sich finanziell beteiligen. Aber dass ein Land sich gar nicht beteiligt, das geht sicher nicht. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit innerhalb der Europäischen Union. Und wenn ich das noch anmerken darf zu der Flüchtlingsfrage, mir wird ein bisschen zu viel darüber geredet, was wir mit den Flüchtlingen hier machen, wie wir sie verteilen. Das sind alles wichtige Fragen, die ich auch gar nicht kleinreden möchte. Aber es fällt mir schon auf, dass die Frage, warum kommen die Flüchtlinge eigentlich? Woher kommen die? Was hat das mit uns zu tun? Und was könnten wir vielleicht tun, damit sich ein paar von den Ursachen, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, und wir schaffen ja neue Ursachen, gerade mit dem Klimawandel. Wie können wir da eigentlich als EU dazu beitragen, dass es in der Welt gerechter und anders zugeht? Zweite Frage. Strenger Anwalt fürs Fahrrad und für die öffentlichen Verkehrsmittel. Deshalb haben wir ja zum Beispiel im Zusammenhang mit dem jüngsten Gipfel in Berlin mit den Kommunen gesagt, dass es mindestens 1 Milliarde Euro künftig, und zwar nicht einmalig, sondern regelmäßig für öffentlichen Verkehr gibt. Das beste Beispiel ist doch gerade, was mit der Rheintalbahn passiert ist. Ich meine, wie absurd ist es? Der Dobrindt ist ja nicht nur der Fahrverbotsminister, weil er die Dieselnachrüstung nicht hinbekommt. Ich habe ihn jetzt vor kurzem auch den Bröselminister genannt, weil die Brücken zerbröseln in Deutschland. Wir haben 1100 Brücken in Deutschland, die sind in einem Zustand, dass sie als nicht mehr reparaturfähig gelten. Also der Dobrindt ist schon ein großer Künstler, der schafft es wirklich, jedes Fettnäpfchen mit verbundenen Augen blind zu erwischen, und zwar immer in der Mitte. Das hat jetzt nicht jeder bis jetzt im Kabinett so gut geschafft. Da ist er wirklich mit Abstand der Beste. Und das mit der Rheintalbahn ist auch ein schönes Beispiel für seine geniale Arbeit. Normalerweise würde man sagen, die wichtigste Verkehrsachse von Nord nach Süd, ganz wichtig für die Frage des Güterverkehrs, nicht nur Personenverkehr, für die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, gibt es jetzt gerade ein kleines Problem, weil die Schienen eingestürzt sind, also würde man auf Ausweichstrecken gehen. Das Problem ist nur, die Ausweichstrecken sind nicht elektrifiziert, weil Herr Dobrindt weiß nicht, dass die Elektrifizierung der Eisenbahn bereits erfunden ist und dass man das eigentlich machen könnte. Er weiß nicht, dass man Ausweichstrecken bauen kann. Also ich sage eigentlich bei jeder Rede im Bundestag, wenn ich den Dobrindt sehe, Qualifikation darf in Deutschland künftig kein Hinderungsgrund mehr sein, um Verkehrsminister zu sein. Ich finde, das ist auch eine Frage dessen, dass wir auch unseren Kindern in der Schule und den Jugendlichen irgendwie eine Begründung liefern müssen, dass man sich anstrengt und dass man lernt und fleißig ist. Wenn man den Dobrindt sieht, dann denkst du dir, okay, ich muss ja gar nicht lernen, ich kann sie auch zum Verkehrsminister bringen. Also das muss sich ändern, meines Erachtens, in Deutschland. Dazu gehört eine Offensive für den öffentlichen Nahverkehr. Dazu gehört übrigens auch das Thema Radverkehr, Radschnellwege. Wir haben ja nicht nur das Auto in Deutschland erfunden. Wir haben auch das Fahrrad vor 200 Jahren erfunden. In welchem Bundesland? Klar, Baden-Württemberg. Sorry, musste jetzt sein. Allerdings, ich bin ehrlich, nicht im schwäbischen Teil, sondern im anderen Landesteil. In Mannheim gehört auch zur Fairness dazu. Auch im Wahlkampf muss man gegenüber Baden fair sein. Aber jedenfalls haben wir das vor 200 Jahren erfunden. Aber die fahrradfreundliche Politik, die wartet seit 200 Jahren, dass sie miterfunden wird. Also auch das gehört zur Mobilität dazu. Mobilität der Zukunft heißt nicht mehr, ich fahre Auto, sondern Mobilität der Zukunft heißt, ich habe da mein Mobiltelefon oder was auch immer, ich habe meine App, da gebe ich ein, ich will von Dresden-Neustadt nach Berlin-Kreuzberg oder nach Bad Urach im Herzen der Schwäbischen Alb, wo ich geboren bin, und dann spuckt mir das System aus, mit welchem Verkehrsträger ich am günstigsten, am saubersten, am pünktlichsten und am grünsten logischerweise von A nach B kommt. Das kann das geteilte Auto sein, das kann das Carsharing-Modell sein, das kann das Pedelec-Fahrrad sein, das kann der Zug sein, das kann der Bus sein, das können tausend andere Möglichkeiten sein. Und das Ganze vernetzt, einmal bezahlt, nicht mit tausend verschiedenen Verkehrsverbünden, nicht mit unterschiedlichen Abrechnungssystemen, sondern einmal. Und darin besteht die Zukunft der Mobilität. Also auch ganz wichtig,
dass man die Verlagerung von der Straße auf der Schiene fördert, beispielsweise, dass man in der Stadt auch den Fahrradlastverkehr fördert. Wir haben extra gesagt, die Kaufprämie nicht nur für Elektromobile, sondern auch für Fahrradlastfahrzeuge. Auch dafür könnte man sich vorstellen, eine Kaufprämie zu machen. Also, und der dritte Punkt mit den Mieten, ganz kurz, die gute Idee der Großen Koalition, die Idee war ja nicht schlecht, auf Druck der SPD, dass man die Mietpreisbremse macht. Die hat sich als zahnloser Tiger erwiesen, weil die Ausnahmen scheunentorweit sind. Die Häuser kann man überall besichtigen, wo dann eben entsprechend saniert wird und entmietet wird. Also die Mietpreisbremse muss nachgeschärft werden. Zweitens, wir haben ungefähr 1 Million Bedarf an bezahlbaren Wohnungen, die dringend gebaut werden müssen, weil wir die letzten Jahre eben diesen Markt komplett vernachlässigt hat. Jedes Jahr gehen so um die 60.000 Wohnungen flöten aus der Mietpreisbremse, die entsprechend nachher auf dem Markt fehlen. So viele Wohnungen werden gerade gar nicht gebaut, wie gleichzeitig rausfliegen. Also müssen wir dringend dafür sorgen, dass bezahlbare Wohnungen für Studierende, für ältere Leute auch in der entsprechenden Größe, also sprich kleiner, zur Verfügung stehen. Ein Vorschlag, den wir gemacht haben, ist, dass wir eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit wieder machen. Gab es schon mal. Das heißt, jemand, der die Wohnung günstig weitervermietet und nicht die Miete erhöht, kann das steuerlich geltend machen. Dann wollen wir das Wohngeld erhöhen, damit Leute in den Städten sich es auch leisten können und nicht wegziehen müssen aus der Stadt, die über ein entsprechend geringes Einkommen verfügen. Aber das Allerwichtigste ist, dass der Bund dringend wieder in bezahlbare Wohnungen investiert. Ich könnte jetzt noch viel dazu sagen, beispielsweise die Liegenschaften des Bundes, dass man die stärker nutzt für die Kommunen, für die Länder. Also man braucht ein Maßnahmenbündel, um die Versäumnisse der letzten 10, 15, 20 Jahre da halbwegs aufzuholen. Aus landespolitischer Sicht kann ich noch ergänzen, dass der Freistaat Sachsen verhindert, dass in Dresden die Mietpreisbremse gilt, weil, Zitat Landesregierung, hier kein angespannter Wohnungsmarkt ist. So, jeder bildet sich bitte seine eigene Meinung. Ich komme jetzt auf die Seite und, ja, habt ihr sie gesehen? Ich komme erst mal hier rüber. Also langsam überlege ich mir, ob ich die Fragen jetzt geschlechtermäßig quotiere. Ne? Ich möchte gerne nochmal auf das Thema Elektromobilität zurückkommen, da ich da dran selber hier in Dresden forsche. Hm. Und ich bin ein riesengroßer Fan davon und ich glaube auch, dass die deutsche Autoindustrie da jetzt noch rechtzeitig reagieren kann. Das Problem, was ich dahinter aber sehe, ist die Infrastruktur, also im Speziellen die Ladeinfrastruktur. Und mich würde mal interessieren, wie die Grünen denken, dass wir da die nötigen Schritte einleiten können, wenn wir es in dem Land leider nicht mal schaffen, sowas wie die Nord-Süd-Trasse einzurichten. Das war die erste Frage. Meine Frage geht auch in Richtung Elektromobilität. Die Elektromobilität wird ja definitiv ein mehr an Energie und Strom brauchen. Wie wird das mit der derzeitigen Planung sicherzustellen sein, weil ich meine, mit Ausstieg aus den Kohlekraftwerken und so weiter ist das nie zu bewerkstelligen. Okay, ich sag schon mal, mach mal einen Werbeblock dazwischen, bevor ich zum dritten Frager komme. Nächste Woche Mittwoch diskutiere ich mit Professor Udo Becker, das ist der einzige Lehrstuhl für Verkehrsökologie in Deutschland. Wie schaffen wir die Verkehrswende? Also alle super verkehrspolitischen Fragen, für die wir heute keine Zeit haben, nächsten Mittwoch 19 Uhr in der grünen Ecke. So, dritte Frage. Also meine dritte Frage geht über das Thema Digitalisierung. Ich arbeite persönlich, ich arbeite mit Lehrern zusammen und die reden davon, dass das Thema Smartphone eine neue Art des Lernens fordert. Und ich habe auch schon mehrere, ist mal ein exotisches Thema, vielleicht E-Learning, also wirklich E-Learning mit Spielen verbunden, spielerisches Lernen. Und die Lehrer haben mal so davon geredet, dass ihnen vielleicht auch in gewissen Bereichen die Hände gebunden sind, dass sie sagen, okay, wir können nicht experimentieren, also mehr Risiko eingehen, da wir dann, sagen wir so, die Folgen tragen. Ja, aber ich sehe halt, das Risiko ist, Stillstand ist auf jeden Fall ein Weg zurück. Und da muss auf jeden Fall agiert werden, was Sie dazu sagen. So, vielen Dank schon mal für die Fragen. Cem, bitte. Ja, vielen Dank für die Fragen auch von meiner Seite. Nochmal zur E-Mobilität.
Ich bin grundsätzlich kein Freund davon, dass die Politik sich einmischt in die Frage, welche Technologie sich durchsetzt. Erstmal, ich bin selber gelernter Erzieher, Sozialpädagoge, kein Ingenieur. Was weiß ich denn, welche Technik nachher die bessere ist? Ich habe das ja nicht studiert. Jetzt glaube ich aber, wenn man sich ein bisschen mal beschäftigt mit dem, was gerade in der Welt passiert. In China wird gerade mit Milliardensummen ein E-Mobilitätsmarkt aufgebaut, mit riesigen Summen. Die KP Chinas tagt im Oktober und die werden dort ihren neuen Fünfjahresplan verabschieden. Und es ist jetzt schon absehbar mit sehr ehrgeizigen Elektroquoten, mit sehr harten Vorgaben. Übrigens, warum machen die das? Wer schon mal die Luft einer chinesischen Metropole eingeatmet hat, für den ist selbst Stuttgart-Neckartor, und das gilt somit als der verschmutzteste Ort in Europa, fast ein Luftkurort im Verhältnis zu Peking. So, dann weiß man ungefähr, was da die Themen sind. Das ist eine Machtfrage für die KP. Wenn die das nicht schaffen, bald die Luftqualität zu verbessern, Leute sterben da, Leute haben massive Gesundheitsschäden, dann kriegen die auch ein Machtproblem. Also gehen die da massiv rein, mit Staatskapital. In den USA nicht mit Staatskapital, aber mit Risikokapital. Elon Musk ist Milliardär, der muss keine schwarzen Zahlen schreiben mit seinem Unternehmen. Der schreibt erstmal rote Zahlen, das macht ihm aber nichts. Sein Unternehmen, trotz der roten Zahlen, ist an der Börse jetzt bereits mehr wert wie GM und Ford zusammen. Wenn ich Autobauer in Deutschland wäre, das würde mir schlaflose Nächte bereiten. Ein Unternehmen, das rote Zahlen schreibt, ist in den USA an der Börse höherwertig wie zwei Klassiker der Automobilindustrie. Warum? Weil die eine Wette auf die Zukunft machen. Die Wette sieht so aus. Die sagen sich, okay, die Deutschen, die haben einen Vorsprung beim Verbrenner. 130 Jahre Geschichte, das holst du nicht auf. Da macht den Deutschen keiner was vor. Aber die Technik, die danach kommt, die kommen muss wegen des Klimawandels und des Kampfs dagegen. Da wollen wir vor den Deutschen sein, weil das verschlafen die Deutschen gerade. Und das ist die Wette auf die Zukunft, die gerade läuft. Mach mal ein kleines Spiel, wenn ich darf. Wer von euch und wer von Ihnen hatte mal ein Nokia-Mobiltelefon? Bitte strecken. Wow, das sind mehr als sonst. Okay, zweite Frage. Aber bitte bis zum Ende zuhören, bevor die Arme hochgehen. Wer hat heute noch ein Nokia-Mobiltelefon? Jetzt strecken schon die Ersten, aber ihr wisst doch noch gar nicht, wie die Frage zu Ende geht. Wer hat heute noch ein Nokia-Mobiltelefon und benutzt es auch? Okay, dann war die Strecken richtig. Okay, das ist eine kleine Nokia-Insel da hinten. Gut. So, jetzt ist die Frage, was ist zwischenzeitlich passiert? Die Antwort ist ganz einfach. Nokia war Weltmarktführer, über 40% Weltmarktanteil. Die waren sie ihrer Sache sicher. Uns kann nichts passieren. Die anderen Brosamen, wir sind die Bosse im Markt. Über Nacht kam das Smartphone und die Arroganz von Nokia, wir wissen, wie es geht, die anderen haben keine Ahnung, hat dazu geführt, dass sie draußen waren aus dem Markt und zum Nischenprodukthersteller geworden sind. Uns darf es angesichts von 800.000 Jobs in dem Bereich, denkt an die ganzen Familien, beim deutschen Auto nicht auch so gehen. Also ist es wichtig, dass es die Vorgaben braucht und dass es jetzt massive Investitionen in den Bereich braucht, sonst geht es uns da ähnlich wie mit Nokia. Und jetzt komme ich zu den Fragen, was da notwendig ist. Da muss jeder seinen Job machen. Die Politik muss zum Beispiel dafür sorgen, dass wir in die Ladeinfrastruktur gehen. Auch die Automobilindustrie, aber auch die Politik. Zum Beispiel, indem wir sagen, wenn künftig neu gebaut wird, irgendwo ein Hochhaus hinkommt, irgendwo eine Tiefgarage hinkommt, irgendwo ein Supermarkt gebaut wird, irgendwo eine Fabrik gebaut wird, dann geht es künftig nicht mehr ohne eine entsprechende Anzahl von Ladestationen. Das muss dazugehören. Also ist das ein wesentlicher Punkt. Das Bezahlsystem muss geregelt werden. Wie absurd ist es denn, dass sich jeder gerade ein eigenes Bezahlsystem zulegt? Ich will, wenn die Automobilindustrie in Ladeinfrastruktur investiert, das diskriminierungsfrei macht. Nicht jeder für seine Kunden, weil dann werden wir es nicht schaffen. Sondern die bauen, müssen sich beteiligen an einem gemeinsamen System, wo du mit jeder Marke nachher laden kannst und nicht nur mit dem Produkt, das du erworben hast. Also diskriminierungsfrei Bezahlsysteme. Dann wird man sich überlegen müssen, wie bezahlt man eigentlich künftig? Bis jetzt, wenn ich lade mit der Zapfsäule an der Tankstelle, zahle ich für das für jeden Liter. Das wird bei Elektromobilität anders sein. Da musst du ja einen Anreiz machen, dass du nicht das Auto dort 24 Stunden stehen lässt, damit der andere auch laden kann. Also wird es wahrscheinlich so sein, dass du für die Zeit bezahlen wirst künftig, für die Zeit, die du dort verbringst, damit du einen Anreiz hast,
wenn du geladen hast, wegzufahren, damit die Nächsten wieder dort entsprechend laden können. Das alles muss man regeln. Aber auch die Autoindustrie hat einen Job. Die Autoindustrie muss für bezahlbare Fahrzeuge sorgen. Sie muss für Fahrzeuge sorgen, die eine entsprechende Reichweite haben. Sie muss bei der Batterie noch besser werden. Sie muss zum Beispiel dafür sorgen, dass die Batterie recycelt wird. Ich will nicht, dass wir seltene Erden abbauen. Ich will auch da, dass wir besser werden. Das Elektroauto ist nicht das Ende der Träume, sondern es ist höchstens der Einstieg in die Art der Mobilität, von der wir reden. Und dann kommt die nächste Frage mit dem Strommix. Das ist nämlich eine sehr berechtigte Frage. Wenn wir bei den 40% Kohlestrom in Deutschland bleiben und jetzt einfach nur die Elektromobilität dazufügen, dann haben wir mit Zitronen gehandelt. Dann kommt der schmutzige Kohlestrom künftig in die Autos und wir haben das Problem nicht gelöst. Also musst du als Grüner beides machen. Du musst die Mobilitätswende in Angriff nehmen, wozu emissionsfreie Fahrzeuge gehören. Aber es muss auch endlich die nächste deutsche Bundesregierung die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke abschalten, damit wir runterkommen von den CO2-Emissionen. Ansonsten werden wir das Problem nicht in den Griff bekommen. Das gehört also dringend zusammen. Kohleausstieg und Mobilitätswende, das eine kann man vom anderen meines Erachtens nicht trennen. Ja, und das Thema Digitalisierung, und reicht der Strom, war ja noch die Frage. Also dazu nur eine Zahl, ich will niemanden hier mit Zahlen erschlagen und langweilen, aber das hat mich selber geflasht, als ich es gelesen habe, weil wir da einen Studienauftrag gegeben haben. In den letzten 5 Jahren hat sich der Strom, den Deutschland exportiert, verzehnfacht. Verzehnfacht, also so viel an die Adresse derer, die sagen, wir hätten da nicht genug Strom. Wie absurd ist es denn, dass wir in Deutschland 40% Kohlestrom haben, aber den Ausbau der Erneuerbaren deckeln. Die nächste Bundesregierung muss es umgekehrt machen. Sie muss runter mit der Kohle und sie muss den Ausbaudeckel bei den Erneuerbaren anheben. Dann kriegt man die Probleme auch gelöst. Dritte Frage, Digitalisierung. Sie haben recht, das Thema E-Learning wird ein ganz, ganz wichtiges sein. Das gehört in die Schulen rein. Allerdings bitte jetzt nicht als Alternative zu anderen. Wir haben ein ganzheitliches Bild, dazu gehören ganz viele Dinge, dazu gehören übrigens auch sozialwissenschaftliche Fächer, dazu gehört auch das Erlernen eines Instrumentes. Also es geht jetzt nicht nur um die ökonomische Verwertbarkeit von Kindern, sondern Lernen ist mehr als ökonomische Verwertbarkeit von Kindern. Aber natürlich gehört dazu auch dazu, dass ich in Berührung komme mit den Themen, auch vorbereitet werde, übrigens auch etwas lerne darüber, was ich selber tun muss, damit meine Daten nicht in falsche Hände geraten. Das ist ja auch ganz wichtig. Da müssen die Lehrer auch entsprechend vorbereitet werden künftig, damit es Kinder und Jugendliche in der Schule lernen. Aber auch da braucht es einen Rahmen dafür in der Politik. Ich meine, wie absurd ist es denn, dass die Telekom bei uns immer noch das Vectoring macht, Kohlekabel in der ganzen Republik verlegt. Das Glasfaser ist auch schon erfunden. Wie wäre es denn, wenn wir die Telekom-Aktien im Umfang von 10 Milliarden verkaufen und das Geld investieren in den Glasfaserausbau, aber nicht in den Städten, die sind schon ziemlich gut, sondern im ländlichen Raum, die Menschen, die auf dem Lande wohnen, die haben auch ein Recht auf schnelles Internet. Auch da gibt es Menschen, die wohnen, auch da gibt es welche, die ins Internet wollen, da gibt es einen Mittelstand, da gibt es Handwerker, die auch aufs Internet angewiesen sind. Also ganz wichtig, dass wir im ländlichen Raum dringend Glasfaserausbau bekommen, damit die weißen Flecken entsprechend abnehmen. Und letzter Punkt zum Thema Digitalisierung. Wir werden dann schon auch, es gibt ja da draußen eine Partei, haben vielleicht manche gesehen, die plakatiert das jetzt mit Digitalisierung, First und so weiter. Das ist schon alles wunderbar. Aber ich würde schon auch ehrlich gesagt ein bisschen nochmal drüber reden, was mit meinen Daten passiert. Wenn jetzt meine ganzen Daten in der Cloud sind, meine Gesundheitsdaten, wer verwaltet die eigentlich? SAP? Oder habe ich da selber noch einen Zugriff drauf? Was passiert mit meinen Daten im Elektromobil künftig? Das Geschäftsmodell der Automobilindustrie wird künftig nicht mehr das Verkaufen von Autos sein. Das können viele Autos bauen. Das Geschäftsmodell wird künftig sein, die Daten, die ich im Auto habe. Wer verwaltet diese Daten? Habe ich dann Zugriff drauf? Wer bekommt diese Daten? Darüber müssen wir schon auch reden. Also, es ist nicht nur Hochglanzplakate mit Digital First, sondern es geht auch darum, dass wir uns um diese Fragen, was passiert mit meinen Gesundheitsdaten, was passiert mit meinen Bewegungsbildern, wer entscheidet darüber, wer bekommt diese Daten, die muss man schon auch mit anpacken. Und deshalb, ja, Digitalisierung ist eine riesige Chance, gerade für die Ökothemen, gerade für unsere Themen, aber ja,
Da müssen wir auch gucken, dass wir ein bisschen die Hand drauf haben, dass das nicht bei Google, bei Apple, bei Amazon alles landet, sondern ich will die Daten hier belassen. Deshalb brauchen wir ein starkes Europa, das sich beispielsweise auch mit solchen Konzernen anlegen kann und wie bei Google eine Rekordstrafe von 4 Milliarden Euro verhängt. Das kann kein Nationalstaat. Sowas kann nur die EU. So, wir machen wieder mit drei Fragen weiter. Eine vom Zettel, da lautet die Frage, wie gehen Sie mit der Angst der Bürger um, die von allen Seiten geschürt wird? So, und jetzt haben wir noch zwei Publikumsfragen. Ah, ich sehe eine Dame, die sich meldet, da komme ich bis nach ganz hinten. So. Dankeschön. Erstmal würde ich gerne als Person und nicht für mein Geschlecht wahrgenommen werden. Das wäre voll cool. Danke. Und meine Frage wäre, bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? Wenn ja, wann und wie wichtig ist das den Grünen? So, noch eine dritte Frage. Wir leben ja hier, wo andere gerne Urlaub machen. Wie sieht's denn aus mit Herne, Derne, Castrop-Rauxel? Der Soli endet ja eventuell, wenn es so weitergeht mit der CDU. Was ist mit diesen anderen Städten? Was macht man damit? Gibt es Alternativen, falls es keinen Soli gibt? Ja, vielen Dank für die Fragen. Also, das mit Angst ist eine sehr anspruchsvolle Frage, weil ich gerade während des Aufschreibens mir selber Gedanken darüber gemacht habe. Wenn ich mal jetzt ganz ehrlich bin, ich habe auch Angst, so ist es nicht. Ich bin in einer muslimischen Familie geboren und aufgewachsen, sehr liberal denkende Eltern. Meine Mutter hat abends, bevor sie mich ins Bett gebracht hat, mit mir gebetet, so wie es vielleicht auch die ein oder andere christliche Mutter mit ihren Kindern gemacht hat. Aber der Islam, den sie mir vermittelt hat, das war ein weltoffener Islam, in dem es Christen, Juden, Atheisten gibt, in der es Muslime gibt, die ganz unterschiedlich praktizieren, gar nicht praktizieren, in der es welche gibt, die fasten, andere gibt, die nicht fasten, und man respektiert sie so, wie man ist. Das ist der Islam, der mir vermittelt wurde. Dieser Islam ist gerade massiv unter Beschuss. Er ist massiv bedroht durch den Salafismus, durch eine sehr extreme Auslegung des Islams, die ihr Zentrum in Saudi-Arabien hat, mit viel Geld unterwegs ist, auch hier, leider mittlerweile auch in der Türkei zunehmend populär wird. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt in Berlin unterwegs bin und ich sehe da eine salafistische Familie mit ihren Kindern, frage ich mich auch, wie erziehen die eigentlich ihre Kinder? Was bringen die denen bei? Und ähnlich geht es mir, wenn ich es mit Rechtsradikalen zu tun habe und denke, die haben ja vielleicht auch Kinder, wie erziehen die eigentlich ihre Kinder? Haben die Kinder wirklich eine Chance, so wie jedes Kind, das auf die Welt kommt, ja nicht mit Hass auf die Welt kommt. Das sind ja wir Erwachsene, die den Hass in die Kinder einimpfen. Haben die eine Chance, andere kennenzulernen, sich objektiv eine Meinung zu bilden, bevor man ihnen den Hass eingeimpft hat? Insofern ist es erstmal nichts Verwerfliches, Angst zu haben. Verwerflich ist es, wenn mein Berufsstand Angst schürt. Das ist verwerflich. Aber es ist nicht verwerflich, Fragen zu haben. Es ist nicht verwerflich, Zweifel zu haben. Es ist nicht verwerflich, dem Stefan Kühn in seiner Bürgersprechstunde, Grün ist er auch, aber vor allem ist er Kühn, dem Stefan... Hinter den Ohren, ne? Hm? Hinter den Ohren, ne? Das hast du gesagt. Ich hätte mich das nie getraut zu sagen. Aber dem Stefan Kühn in seiner Bürgersprechstunde Fragen zu stellen, ihn zu fragen, Herr Kühn, wie ist das denn? Kriegen die Asylbewerber mehr? Stimmt es denn, was ich da gelesen habe? Stimmt es, dass die alle nicht arbeiten wollen? Stimmt es, dass die alle nicht Deutsch lernen wollen? Das darf man alles fragen. Aber er muss dann bitteschön auch die Antworten drauf geben und die Vorurteile nicht schüren, sondern sie abbauen. Das ist die entscheidende Aufgabe von meinem Berufsstand. Und deshalb mache ich mir große Sorgen, wenn ich mir jetzt vorstelle, neulich war die letzte Sitzung in diesem Bundestag, wenn künftig im Deutschen Bundestag eine Fraktion sitzen wird, die das nicht machen wird, sondern diese Ängste eher schüren wird. Ich meine, wir haben alle das Zitat von dem Gauland gehört, wie er über ein Mitglied der Bundesregierung spricht, das in Anatolien entsorgen will. Also da sträuben sie einem sämtliche Nackenhaare. Das hat mit dem Deutschland, das ich liebe, mit dem Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin und mit dem Deutschland, das für Demokratie, für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit steht, nichts zu tun. Und das sollte man bei jeder sich bietenden Gelegenheit immer und immer wieder sagen.
Grundeinkommen, zwei Sachen. Erstens, was wir im Programm drin stehen haben, und dann sage ich danach, was meine persönliche Position ist. Macht es aber extra kenntlich. In der Partei ist es so, die Grünen unter euch werden das wissen, wir haben uns da schon heftigst drüber gestritten. Grüne lieben es, über Grundsatzfragen heftig zu ringen, das macht sie auch so sympathisch, deshalb bin ich auch dort, mit guten Argumenten dafür und dagegen. Und am Ende haben die Gegner des Grundeinkommens die Mehrheit auf den Parteitagen immer gehabt. Jetzt haben wir aber gesagt, Mensch, da passiert ja gerade was, Digitalisierung, da gibt es dramatische Veränderungen und es gibt jetzt die Idee, und das könnte ein guter Kompromiss sein. Probieren wir doch einfach mal das Grundeinkommen mal irgendwo aus, werten es wissenschaftlich aus und gucken mal anschließend, welche Argumente haben Recht gehabt, die Befürworter, die Gegner. Warum eigentlich nicht? Warum kann man nicht hergehen und bei solchen kontroversen Fragen einfach mal sagen, wir müssen das nicht mit 51% gegen 49% entscheiden, sondern wir probieren es wirklich mal aus, gerne auch europäisch, weil die Debatte über das Grundeinkommen, Pro und Contra, die hast du in der Schweiz, die hast du in Finnland, die hast du bei uns, die hast du in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und darum haben wir im Programm geschrieben, wir wollen, dass es einen Versuchsballon mal gibt und den wollen wir wissenschaftlich begleiten und auswerten. Jetzt komme ich zu meiner Position. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern haben beide in der Fabrik gearbeitet, zusätzlich mit einem Migrationshintergrund. Und wenn ich mir jetzt überlege, was hätte mir geholfen, oder eigentlich noch besser, was hätte meinen Eltern geholfen, die beide Akkord und Schicht gearbeitet haben, damit es für die leichter ist. Weil das ist ja ein bisschen auch die Motivlage, wenn ich es richtig verstehe, dass man da zu Gerechtigkeit und zur Absicherung beiträgt. Gucke ich mal zurück. Uns hätte geholfen, dass es eine richtige Kita gibt und nicht so, wie es bei uns damals war, dass du zusätzlich zum Kindergarten noch Tageseltern gebraucht hast. Und von dem geringen Einkommen, das meine Eltern hatten, musste sie zusätzlich zu den Kindergartengebühren noch extra eine Tagesmutter bezahlen. Mir hätte geholfen, wenn die Schule, auf die ich dann später gegangen bin, nicht nach der 5. oder 6. Stunde zu Ende gewesen wäre. Mir hätte geholfen, wenn die Schule eine Ganztagesschule gewesen wäre. Und zwar eine, die den Namen verdient. Mir hätte geholfen, da ich keine Eltern hatte, die mir bei den Hausaufgaben helfen konnten. Erstens, weil sie gearbeitet haben, zweitens, weil ihr Deutsch auch nicht gut genug war, um mir da bei den Hausaufgaben helfen zu können. Wenn ich eine Schule gehabt hätte, in der ich meine Hausaufgaben dort machen kann, dass die Tatsache, ob deine Eltern reich oder arm sind, Akademiker oder Nicht-Akademiker sind, schon immer Deutsch waren oder Zuwanderer sind, dass die nicht darüber entscheidet, welche Chancen ich in der Schule habe. Und darum finde ich, das ist eine der wichtigsten Gerechtigkeitsfragen, eine übrigens der wichtigsten auch Demokratiefragen, ob wir es in Deutschland endlich mal schaffen, dass der Bildungserfolg abgekoppelt wird von der Herkunft der Eltern. Das ist für mich wirklich ein ganz zentrales Thema, das ich gerne ändern würde in der Politik. Weil ich hab zu viele Kinder gesehen, von denen ich wusste, die sind viel gescheiter wie ich, die sind viel begabter wie ich und die ohne Not auf der Strecke geblieben sind, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen konnten. Manchmal auch wegen der Eltern, ich will das gar nicht alles an der Politik festmachen, nicht falsch verstehen. Aber der Anspruch der Schule muss doch sein und dementsprechend auch die Ausstattung der Schule, dementsprechend auch die Ausbildung der Lehrer, dass man alles dafür tut, dass Kinder ihr Potenzial ausschöpfen können. Und da, finde ich, muss eines der Anliegen der nächsten Bundesregierung sein, dass dieses absurde Kooperationsverbot endlich fällt. Wie absurd ist es, dass in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, nämlich in Deutschland, der Bund sich an der Finanzierung der Schulen nicht beteiligen darf. Das würde ich gerne in der nächsten Legislaturperiode mit Ihrer Unterstützung auch ändern. Weg mit dem Kooperationsverbot, der Bund muss da Geld reinstecken. Und zum Solli, also klar, das ist ja immer so, wenn man wie bei der Schaumwein- oder Branntweinsteuer, wenn man mal was einführt, ist es immer ganz schwer, das wieder irgendwann mal abzuschaffen. Das gehört sicherlich auf die Tagesordnung, gar keine Frage. Und dann muss die Unterstützung natürlich nach der Bedürftigkeit sich richten. So, das ist auch klar. Aber jetzt will ich mal eins sagen, das Problem in Deutschland ist entgegen dessen, was die Kollegen von der FDP sagen und von der CSU sagen, nicht die hohe Steuerlast. Leute mit niedrigem Einkommen, die zahlen nicht viel Steuern. Das Problem bei uns sind die Lohnnebenkosten, die Abgaben, das ist unser Problem.
Und das Problem ist eher schlimmer geworden bei der Großen Koalition, wenn ich an die letzte große Rentenreform denke. 160 Milliarden bis 2030, die wir dort ausgeben. Die eigentlich Bedürftigen, weitgehend leer ausgegangen, Erwerbsgeminderte beispielsweise, zugunsten derer, die am besten organisiert sind. Also in dem Fall vor allem Männer, die 45 Jahre in die Rente einbezahlt haben. Das sind nicht die Bedürftigsten in Deutschland, das sei denen gegönnt. Aber das sind sicherlich nicht die Bedürftigsten. Bedürftig sind eben Erwerbsgeminderte. Da haben wir ein sozialpolitisches Problem. Bedürftig sind meine Berufskollegen. Ich habe vorher gesagt, dass ich Erzieher bin. Es ist ja eigentlich eher ein Frauenberuf, wie man in Deutschland sagt. Erzieherinnen, Altenpfleger, Krankenpfleger, Hebammen, die werden in Deutschland skandalös niedrig bezahlt und anschließend bekommen sie eine skandalös niedrige Rente. Das ist eine... Das ist doch die sozialpolitische Sauerei. Und mein Eindruck ist, mit dieser Debatte um den Soli beschäftigst du die Republik, beschäftigst du das Parlament, legst die Regierung lahm, aber drückst dich vor den eigentlich wichtigen sozialpolitischen Fragen und vermeidest die Diskussion um die eigentlich Bedürftigen. Und das wird sehr systematisch gemacht. Wir reden nicht über Langzeitarbeitslose. Wir reden nicht über Erwerbsgeminderte, wir reden nicht über kinderreiche Familien, wir reden nicht über die Gruppen, die ich gerade genannt habe, die wirklich so schlecht bezahlt werden, dass du davon nicht menschenwürdig leben kannst, dir eine Wohnung in der Stadt leisten kannst und später in der Rente, wie gesagt, mit Altersarmut konfrontiert bist. Ich würde gern dafür sorgen, dass die nächste Bundesregierung, wenn wir an ihr beteiligt sind, auch die Lobby von denen ist, die sonst nirgendwo eine Lobby haben. So, jetzt habe ich als Moderator die undankbare Aufgabe zu erklären, dass wir jetzt schon in die Schlussfragerunde kommen. Also drei Fragen aus dem Publikum kann ich noch einholen. Hallo, ich habe eine Frage zur Energieversorgung. Und zwar sieht es ja so aus, dass durch den Wegfall der Grundlast, durch den Kohleausstieg und auch durch den Zuwachs an erneuerbaren Energien ja die Stromerzeugung sehr fluktuierend sein wird. Wie soll das geregelt werden und in welche Technologien, Speichertechnologien soll da investiert werden? So. Wer an der ersten Reihe sitzt, soll auch belohnt werden. Meine Frage geht nochmal zu den Flüchtlingsproblematik. Anfang der 90er Jahre hat die damalige Bundesregierung auf die Zunahme der Flüchtlingszahlen, die die 200.000 Marke übertroffen hat, reagiert mit dem Asylgesetz. Es wurde die Regelung der sicheren Drittstaaten getroffen. Zeitgleich habe ich auf einer Fortbildungsveranstaltung einen Vortrag gehört, wo gesagt worden ist, wenn das Mittelmeer nicht zwischen Afrika und Europa liegen würde, hätten wir es mit Unmengen von Flüchtlingen zu tun. Wir können froh sein, dass das Mittelmeer dazwischen liegt. Das war vor geschätzt 23 Jahren. Heute sterben tausende Menschen übers Mittelmeer. Was hat die aktuelle Politik und parteienübergreifend versäumt oder ist die nicht in der Lage, dieses Problem, was schon Jahrzehnte besteht, zu lösen? Heute kommen mir die Floskeln, die da gesagt werden, was alles gemacht werden kann, bekannt vor. Das wurde vor 25 Jahren auch schon gesagt. So, ich mache mich unbeliebt, weil ich natürlich noch einen dran nehmen kann. Ich bin 15 Jahre alt und hätte die Frage, was Ihre Vision für meine Generation ist und was Ihre Vision von den der anderen Parteien unterscheidet. Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Zur ersten Frage nochmal mit der Energieversorgung. Wir sind wesentlich erfolgreicher als dieses EEG und die Erneuerbaren geredet werden von der Konkurrenz. Wir haben mittlerweile bei Offshore-Windanlagen, bei Onshore-Windanlagen, bei der Photovoltaik Preise, die sind günstiger wie bei neuen Atomkraftwerken und bei neuen Kohlekraftwerken. Das hat Geld gekostet, wir haben eine Lernkurve hinter uns, aber wir haben auch dazu beigetragen, dass diese Technologieformen in der ganzen Welt mittlerweile hergestellt, verkauft werden und einen Siegeszug antreten. Umso absurder, dass sie in dem Erfinderland quasi, wo sie mit entstanden sind, dass sie da künstlich abgebremst werden durch den Ausbaudeckel, den man dringend deshalb anheben muss. Ich will noch eine gute Nachricht sagen. Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt,
gab es kürzlich eine Auktion in Sachen Offshore-Windenergie, also auf der Hohen See, an dem sich die EnBW beteiligt hat. Die EnBW ist eines der vier großen Stromkonzerne in der Bundesrepublik Deutschland. Die haben sich daran beteiligt. Es geht um das nächste Jahrzehnt, wenn das dann tatsächlich gebaut ist. Und die haben zum ersten Mal ohne EEG geboten. Das heißt, die verlassen sich ausschließlich darauf, dass sie beim Börsenpreis so viel Geld verdienen, dass sie auf die EEG-Umlage gar nicht mehr angewiesen sind. Das ist die Zukunft der deutschen Energieversorgung. Wir werden immer erfolgreicher mit den Erneuerbaren und daraus muss man jetzt eben eine Gewinngeschichte machen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn uns das gelingt in Deutschland, Jobs, Wohlstand, Wachstum und das Abkoppeln vom CO2-Fußabdruck, wenn wir das in Deutschland schaffen, wird es viele Nachahmer finden, auch in anderen Ländern. Es gibt noch eine gute Nachricht. Frankreich, Macron, Präsident Macron hat uns Deutschen angeboten, lasst uns gemeinsam eine Energieunion gründen. Lasst uns gemeinsam CO2 einen Preis geben. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Deutschland und Frankreich zusammen in der EU gemeinsam vorangehen. Der Emissionshandel liegt bekanntlich leider da nieder. Durch eine CO2-Bepreisung einen Anreiz dafür zu schaffen, dass die Produkte, die wenig CO2 produzieren, billiger werden und die Produkte, die viel CO2 verbrauchen, mehr kosten. Dadurch gibt es einen wirtschaftlichen Anreiz für Unternehmer, CO2-sparsame Produkte auf den Markt zu bringen. Ganz marktwirtschaftlich könnten wir dadurch auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir immer weniger CO2 in die Atmosphäre hauen. Ich würde gerne dafür sorgen, dass die nächste deutsche Bundesregierung als eine der ersten Maßnahmen zu dem Macron geht, mit Macron zusammen sagt, damit fangen wir jetzt an. Das wird eines der ersten Projekte sein, wo wir auch den Leuten zeigen, dass Europa den Unterschied macht und was bringt. Und bis dahin können wir auch in Deutschland was machen. Wir können künftig für Mieterstrom sorgen. Also dafür, dass Sie als Vermieter oder als Mieter selber unabhängig quasi vom EEG Ihren eigenen Strom produzieren können und nicht mehr in die EEG-Umlage reinkommen. Wir können Grünstromkonzepte machen, regional angebotener Strom, wo Sie Ihren Strom beziehen können. Also auch da bietet uns die Dezentralisierung eine Menge Möglichkeiten. Selbstverständlich gehören die Speicher da auch mit dazu, ob Pumpspeicherkraftwerke oder künftig beispielsweise das Erdgasnetz, das wir benutzen können mit Power-to-X, das wir benutzen können für den Transport. Und wir können dabei sogar idealerweise die Elektromobilität beim Auto koppeln mit den erneuerbaren Energien durch die Volatilität, weil wir manchmal viel erneuerbaren Strom haben und manchmal weniger haben. Also da bieten sich eine Menge neuer Dinge an künftig, wenn man da entsprechend den Stier bei den Hörnern packt. Artikel 16. Wir waren damals dagegen, ist bekannt, wir haben das damals bekämpft, haben verloren. Ich bin sehr froh, dass Bundestagspräsident Lammert in seiner letzten Rede nochmal darauf hingewiesen hat, diese ganzen Änderungen am Grundgesetz machen das Grundgesetz nicht schöner. Und einer der Paragraphen, wo sich wirklich auch in dem Fall eine große Koalition, für mich nochmal ein Grund, warum eine große Koalition nicht fortgesetzt gehört, sich wirklich nochmal versündigt hat, ist dieser Artikel 16, wie sie den verhunzt haben beim Asylrecht, mal ganz abgesehen von den Inhalten, aber auch sprachlich, was sie daraus gemacht haben. Das tut schon weh als jemand, der eigentlich findet, dass wir in Deutschland wirklich ein großartiges Grundgesetz haben. Zu der Frage Mittelmeer. Ich finde, dass dieser Streit darüber, ob Kapitäne, wenn sie Menschen in Seenot feststellen, nicht die Pflicht haben, sie aufzunehmen, zu retten, ist schon ein sehr verräterischer Streit. Da kannst du wohl ernsthaft keinen Streit drüber geben. Menschen, die im Mittelmeer zu ertrinken drohen, die müssen gerettet werden. Das ist die vornehmste Pflicht. Alles andere geht für einen Kontinent, der für sich in Anspruch nimmt, ein humanitärer Kontinent zu sein. Ein Kontinent, der in der Tradition der Aufklärung ist. Ein Kontinent, der in der Tradition der Französischen Revolution ist. Ein Kontinent, der in der Tradition des Humanismus ist. Der ist verpflichtet, Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten. Dafür muss man alles tun. Das ist eine Frage des humanitären Gebots. Unabhängig davon, ob die Leute nachher hier alle Aufnahme finden oder nicht, aber erste Bürgerpflicht, Menschen am Trinken zu retten, da kann es kein Vertun geben. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass der Blick auf Afrika ein anderer wird. Ich will mal mit einem Satz ausholen. Hat irgendjemand die Schumann-Rede noch im Kopf?
Sagt es euch was, die Schumann-Rede vom ehemaligen französischen Außenminister Schumann, Robert Schumann, das Gründungsdokument, wenn man so will, der Europäischen Union. Ich habe das als Wessi bei mir in der Schule lernen müssen, die Schumann-Rede. Da geht es darum, wie mutig der Mann war, kurz nach dem Krieg davon zu sprechen, Deutschland, Frankreich sollten eng zusammenarbeiten, sollten sich beim Stahl, bei der Kohle etc. zusammentun, um daraus so eine Art Nukleus für dieses neue Europa zu bilden. Aber den zweiten Teil der Rede, den habe ich in der Schule nicht gelernt. Die Rede geht nämlich weiter. Im zweiten Teil der Rede begründet der Schumann, das haben wir nirgendwo gelernt, steht in keinem Schulbuch drin. Da steht da drin, was eigentlich die Mission dieses zu schaffenden Europas sein soll. Und das hat dieser visionäre Mann, der französische Außenminister damals, gesagt, Europa muss sich um Afrika kümmern. Das steht da drin, googeln Sie es nachher mal. Damit gemeint ist aber nicht Afrika kolonialisieren, Afrika ausbeuten, das ist nicht damit gemeint, sondern ich würde das mal in modernes Deutsch von heute umsetzen, was sich um Afrika kümmern heißt. Das würde heute im Jahr 2017 für mich bedeuten, dass wir beispielsweise aufhören, die Meere in Westafrika mit Hochseeflotten leer zu fischen. Das wäre auch ein Beitrag dazu, dass Fischer in Westafrika ihre Existenzgrundlage nicht verlieren und von der Fischerei beispielsweise halbwegs menschenwürdig leben können. Das könnte man sehr schnell machen, wenn der Wille dazu da ist. Zweiter Punkt, wir könnten aufhören mit Subventionen, Produkte aus unserer Landwirtschaft, aus der Hühnermast beispielsweise, nach Afrika zu exportieren und dort die Existenzgrundlage von afrikanischen Bäuerinnen und Bauern kaputt zu machen. Die Absurdität ist doch, dass das, was wir aus Deutschland exportieren, ist billiger wie das Fleisch, das die in Afrika vor Ort produzieren. Ich meine, wie absurd ist denn das? Also, auch da könnten wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen in Afrika eine menschenwürdige Lebensgrundlage haben und wir sie ihnen nicht kaputt machen. Und ich würde hergehen, und die ganzen Freihandelsabkommen, die wir gerade mit Afrika schließen, die würde ich so machen, dass wir aufhören damit, dass wir die Rohstoffe von dort kaufen und sie bei uns veredeln. Sondern wir müssen dazu beitragen, dass sie dort vor Ort ihre Produkte selber veredeln, damit mehr Wertschöpfung in Afrika bleibt. Sie Geld verdienen können, die Leute dort eine Existenzgrundlage haben und dann Produkte, die sie veredelt haben, die dadurch natürlich auch mehr kosten, aber eben mehr Geld auch dort bleibt, kriegen die Leute Geld und können sich eine eigene Wirtschaft aufbauen. Also, das große Problem der Politik ist, dass wir alle miteinander, ich sage das gar nicht unselbstkritisch, das gilt ja für uns auch, wir sind ja auch immer unter Druck und müssen auch immer gucken mit Umfragen und so weiter. Das große Problem ist, dass wir immer in Vierjahreszyklen Politik machen. Afrika-Politik kannst du nicht im Vierjahreszyklus machen. In 4 Jahren wirst du nichts ändern, außer vielleicht ein paar wenige Dinge. Wenn du was grundlegend ändern willst, dann musst du erstens nicht national handeln, dann brauchst du eine europäische Strategie. Stellt euch mal vor, stellen Sie sich mal vor, 500 Millionen Menschen, so viel sind wir in Europa. Wir würden es schaffen, für eine Dekade und vielleicht sogar noch länger, gemeinsam eine Afrika-Strategie zu machen, gemeinsam uns vorzunehmen, dass wir die Dinge dort ändern wollen, Demokratie fördern wollen, Korruption bekämpfen wollen, wirtschaftliche Entwicklung fördern wollen, das duale Ausbildungssystem exportieren wollen, dafür sorgen wollen, dass wir auch im interreligiösen Dialog zusammenarbeiten, damit wir was gegen die religiösen Fanatiker machen. Aber auf all den Feldern gleichzeitig, zusammen in der EU, dann wird man einen Unterschied machen. Ich wünsche mir, dass die nächste deutsche Bundesregierung sagt, Afrika-Strategie, Afrika-Politik ist auch ein Schwerpunkt der deutschen und damit der europäischen Außenpolitik. Da würde ich mich gern dafür einsetzen. Ja, und jetzt komme ich zu deiner Frage. Erstmal finde ich es klasse, dass du überhaupt bei der Veranstaltung heute Abend bist. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und ich musste ein bisschen an mich denken, weil ich bin mit 15 in die Grünen eingetreten, damals Ende 15, also ich war noch einen Monat 15, da bin ich 16 geworden, bin in die Grünen eingetreten, weil ich bei einer Veranstaltung von dem Grünen war und gesagt habe, in die will ich eintreten. Musst du nicht machen. Aber darfst du gerne machen. Im Prinzip ist es dasselbe, was für mich damals bestimmend war. Das musst du für dich entscheiden, aber für mich damals war die Frage, die heute immer noch die Frage ist, warum ich morgens aufstehe und diesen Job hier mache.
Ich habe jetzt zwei kleine Kinder, 11 und 7 Jahre. Und ich frage mich immer, kann das wirklich sein, dass wir das schaffen, in einer Generation das Klima so zu versauen, wie es Generationen vor uns nicht geschafft haben? Das kann doch nicht sein, sich damit abzufinden, dass sich das Klima ändert und der einzige Streit, den wir noch haben, ist, um wie viel Grad es sich ändert. Kann das wirklich sein, dass wir uns damit abfinden, in einer Welt zu leben, wo wir Konflikte mit Kriegen lösen und nicht mit Zivil lösen? Kann das wirklich sein, dass wir uns damit abfinden, dass die Dürren, die Ernteausfälle, die Wetterkapriolen zunehmen? Damit will ich mich nicht abfinden. Das ist der Grund, warum ich Politik mache. Und jedem jungen Menschen kann ich nur sagen, ihr werdet länger auf diesem Planeten leben wie die Älteren. Also mischt euch ein, es ist eure Welt, es ist dein Planet, es ist deine Erde und niemand hat das Recht, deine Erde kaputt zu machen. Die gehört dir und wir müssen dafür sorgen, dass du diese Erde menschenwürdig lebst. Eigentlich ja schon ein gutes Schlusswort, aber ich habe noch zwei Fragen, zwei kurze auf dem Zettel. Die eine beschäftigt sich mit den Grünpflanzen in deiner Wohnung bzw. auf deinem Balkon, nämlich mit die Frage, wie du zu Cannabis stehst. Und die zweite Frage ist die... Mann, wir haben hier 15-jährige Kinder. Du kannst auch... Du hältst dir einfach ein Ohr zu und vielleicht ein Nasenloch, dann geht's. Okay. Und die zweite Frage ist die, warum es am 24. so entscheidend ist, wer auf Platz 3 landet. Ja. Ja, vielen Dank. Jetzt kann ich ja das Rätsel lüften, wie das mit der Pflanze damals war. Wir sind ja hier quasi unter uns, hört ja keiner, wir haben keine Presse da, ist alles nicht öffentlich, wir sind quasi hier wie in der WG. Da kann ich ja ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also, das hat ein bisschen übrigens mit der zweiten Frage zu tun, mit dem Rennen um Platz 3. Kein geringerer als Christian Lindner hatte mich nominiert für die sogenannte Ice Bucket Challenge. Vielleicht erinnern sich manche noch dran. Das ist diese ganz schreckliche Krankheit. Nicht Lindner. Ich rede von der Krankheit. Sorry, das ist wichtig. Also das ist diese ganz schlimme Krankheit, ALS. Und er hatte mich da nominiert, dass ich innerhalb von 24 Stunden mich da auch beteilige. Und ihr habt das vielleicht mitgekriegt, diese Eiskübel über mich drüber leer. Und irgendwie habe ich gedacht, Mensch, das macht doch jetzt gerade fast schon jeder Depp und ich muss das jetzt auch machen. Als Schwabe habe ich mir natürlich überlegt, schade um das Geld, wenn die Klamotten irgendwie klatschnass sind, musst du in die Reinigung geben. Aber wenn du es jetzt nicht machst, dann bist du irgendwie uncool, geht auch nicht, also musst du mitmachen. Aber jetzt irgendwie das machen, was alle machen, widerstrebt mir einfach manchmal vom Naturell her. Also habe ich mir überlegt, mach doch eine Botschaft in der Botschaft. Und habe mir erlaubt, eine Pflanze von dieser Höhe neben mich zu stellen, was da, wo ich wohne, kein großes Problem ist, denn da kommt man wirklich einigermaßen leicht ran. Jetzt darf ich nichts Konkreteres sagen, sonst bringe ich die Person in die Bredouille, die besorgt haben und wo sie besorgt haben. Der, von dem sie stammt, der weiß es übrigens heute noch nicht, weil in Kreuzberg ist das auch nicht so ein Problem, einen Schlüssel von jemandem von der Wohnung zu finden. Egal, also ich gehe nicht in die Details. Ich gehe nicht in die Details, wir sind ja unter uns. Jedenfalls stand die neben mir und dann habe ich also diese Eiskübel, dieses eiskalte Wasser über mich drüber geleert für einen guten Zweck, meine Spende gemacht und abgewartet, was passiert. Wie immer, die Netz-Community ist am schnellsten, hat schnell reagiert. Die zweitschnellsten war die Staatsanwaltschaft, die hat auch reagiert. Die hat mir ein freundliches Schreiben geschickt und aus dem Schreiben konnte ich entnehmen, dass sie es auf einen Vergleich ankommen lassen wollen. Ich dagegen wollte aber keinen Vergleich, sondern ich wollte eine Gerichtsverhandlung. Warum wollte ich eine Gerichtsverhandlung? Weil ich hätte die Gerichtsverhandlung gerne genutzt, um mal eine Generalabrechnung mit der verfehlten Drogenpolitik der Bundesrepublik Deutschland zu machen. Leider hat mir die Staatsanwaltschaft diesen Gefallen nicht getan und hat das Verfahren ohne jede Auflage eingestellt. Ich hatte schon eine ganze Armada von Anwälten, die sich gefreut haben auf dieses Gerichtsverfahren. Ich hatte schon meine Rede bereitgelegt. Ich hatte wirklich eine tolle Rede. Ich habe selber geweint beim Zuhören. Aber was soll ich machen? Die Rede konnte ich nie halten, weil es das Gerichtsverfahren nicht gab. Wie ungerecht. Heute fehlt uns die Zeit. Ja. Und heute fehlt uns leider die Zeit. So ist es. Und darum fasse ich das in drei Punkten zusammen, was ich da im Kern gesagt hätte. Wie ist denn die jetzige Cannabispolitik? Die jetzige Cannabispolitik kann man zum Beispiel in Berlin, am Görlitzer Park, wenn das jemand schon mal gesehen hat, gut studieren. Da ist ein Drogenhändler, der verkauft dir Drogen, ob du 15 bist oder 18 bist oder 30 bist, ist dem völlig egal, der fragt nicht nach deinem Personalausweis. Soviel zum Jugendschutz der Großen Koalition. Zweitens,
Er verkauft dir Cannabis, von dem du nicht weißt, wie hoch der THC-Anteil ist. Du weißt nicht, ob das Zeugs überzüchtet ist, Klammer auf, das ganze Zeugs ist gerade überzüchtet auf dem Markt. Es hat das Zigfache des THC-Anteils wie noch vor einigen Jahren. Ist auch nicht gerade besonders gesund und besonders gut. Und der dritte Punkt, hier hat er das Cannabis und hier hat er die harten Drogen. Das heißt, die Szenen sind auch nicht voneinander getrennt. Darum haben wir gesagt, wir machen den Gesetzentwurf Cannabis-Kontrollgesetz. Da ist schon im Wording klar, es geht nicht darum, dass man sich die Birne wegkifft, sondern es geht darum, dass man verantwortungsvoll als 18-Jähriger und älter damit umgeht. Also, du kommst nur in das Geschäft rein, das nicht in der Nähe von pädagogischen Einrichtungen sein darf, wenn du über 18 bist. Ohne Personalausweis kommst du nicht rein. Zweitens, du kriegst dort nur Produkte, die vorher getestet sind. Das heißt, der THC-Anteil wird kontrolliert durch einen staatlichen Markt. Dieses ganze überzüchtete Zeugs kommt weg. Drittens, wir trennen die Szenen. Dort werden Cannabisprodukte verkauft. Alles andere ist dann logischerweise beim Schwarzhändler. Das heißt, du erleichterst die Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaften. Und das ist auch der Grund, warum immer mehr Polizisten, warum immer mehr Staatsanwaltschaft, warum immer mehr Richter uns Grünen Recht geben. Weil sie sagen, befreit uns von dieser absurden Beschäftigungstherapie, dass wir ständig Verfahren bekommen, die wir nachher einstellen müssen. Lasst uns lieber dafür sorgen, dass wir uns kümmern um Einbruchdiebstähle. Lasst uns dafür sorgen, dass wir uns kümmern um Leute mit den schweren Drogen, um die Drogenhändler, um die Hintermänner, um die würden wir uns gern kümmern. Und wenn dann jemand beschließt, dass er seinen Hefeweizen trinkt und wenn er über 18 ist, mal einen Joint raucht, soll er es machen, geht mich nichts an, solange klar ist, dass man verantwortungsvoll damit umgeht und Kinder unter 18 Jahren nichts damit zu tun haben. Ich finde es ein kluges Gesetz, gut für die Polizei, gut für die Staatsanwaltschaften, gut für die Gesundheit, gut für den Jugendschutz. Ja. Ja, und zum dem Rennen gerade, ich meine, das hat man jetzt ja mitbekommen bei dem Duell mit dem Christian Lindner und mir, falls es jemand gesehen hat. Und bei den anderen Streitgesprächen zwischen der FDP und uns, da spitzt sich's gerade zu. Bei der Großen Koalition, das habe ich jetzt ja vorher schon gesagt, gibt es einen Stillstand beim Klimaschutz. Die reden viel, wenn der Tag lang ist, machen schöne Gipfel, aber dem schmelzenden Eis an der Arktis ist es ziemlich egal, ob es schmilzt wegen der Blödheit des US-Präsidenten oder wegen der Trägheit der Großen Koalition schmilzt. Entscheidend sind die CO2-Emissionen. Mit Überschriften hältst du den Klimawandel nicht auf. Die FDP dagegen macht keinen Stillstand. Mit der FDP gibt es eine Kurskorrektur, aber in die andere Richtung. Schauen wir uns doch mal an, was die Kollegen sagen. Ein Steffel heißt er in Nordrhein-Westfalen auf Platz 10 der Liste in Nordrhein-Westfalen für die FDP, der sagt, erstens, es gibt keinen Klimawandel und zweitens ist der Klimawandel gut für den deutschen Wein, dann wird die Qualität besser. Der erste Satz ist zwar ein Widerspruch zum zweiten Satz, aber das macht für einen FDPler nichts. Er sagt es erstmal so. Also er freut sich auf den Klimawandel und sagt, der ist gut für den Wein, der kandidiert für den Bundestag. Jetzt könnte man sagen, Cem Özdemir, das ist doch einer in Nordrhein-Westfalen, das ist jetzt ein bisschen unfair, dass du einen nimmst. Die anderen sagen das doch wahrscheinlich nicht. Ja gut, dann machen wir weiter. Nehmen wir die Generalsekretärin der FDP. Die Generalsekretärin, ja, das ist die zweitwichtigste Frau nach dem Vorsitzenden. Die sagt, nachdem ich gesagt habe, Leute, was ist da eigentlich gerade los mit diesen ganzen Wetterkapriolen? Sagt sie, Wetterkapriolen und Klimawandel, Fake News. So, wenn das die Ansage ist, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich will nicht, dass die nächste deutsche Bundesregierung zum Stillstand der Großen Koalition jetzt noch einen Rückschritt macht. Wir brauchen nicht Trump-Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Wir brauchen Kampf gegen den Klimawandel. Nochmal 4 verlorene Jahre, das will ich in Deutschland nicht. Lieber Cem, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und vor allen Dingen fürs engagierte Fragen beantworten. Und das ist dein Applaus. Danke. Danke sehr. Danke. Merci. Herzlichen Dank.
Ich will in den Dank auch den Stefan einbeziehen. Danke dir für die hervorragende Moderation und dir toi 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 dafür, dass du im nächsten Deutschen Bundestag wieder den Freistaat und Dresden vertrittst. Und ich habe eine herzliche Bitte. Ja, da kann man klatschen. Und ich habe eine letzte herzliche Bitte. Bitte sagt's weiter, bitte werbt, bitte überzeugt eure Freunde, eure Nachbarn, Bekannten, Arbeitskollegen, was auch immer ihr habt, Liebespartner, alles, überzeugt sie bitte, zur Wahl zu gehen. Es wird richtig knapp und es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob die Kollegen von der FDP oder wir auf Platz 3 sind. Zur AfD muss ich, glaube ich, nichts sagen. Deshalb helft uns, die haben mehr Geld. Die haben ein paar Verleger auf ihrer Seite, die haben ein paar sehr, sehr reiche Leute mit großen Spenden. Das habe ich alles nicht. Was wir haben, sind gute Ideen und ich habe euch. Ich brauche euch aber auch. Danke.